Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wieder ein Classic, wieder mit uns beiden. Hallo Honky. In einem Room. Naja, Honky ist gerade am besten. So, wir sind gerade hier auf der Farm und wir haben gerade besprochen, wir machen den Plan jetzt so, wir gehen jetzt einmal zur Speergruppe runter, geben hier die Quest ab, setzen unseren Ruhestein hier unten hin, können ja die anderen Quests auch schon annehmen. Dann geben wir hier oben die Quest ab und dann machen wir uns hier zu den Murlocs, hier den Kompass holen und dann machen wir die Tiere und was wir sonst noch so haben. Gut, ich würde sagen, go, wa? Lassen okay. Sie uns. So, einmal zur Speerkuppe runter. Hat's denn geschmeckt, Honky? So sehr wie Untergrund-Ratten-Kebab schmecken kann. Mmh. Yummy, ich habe auch noch 9. Ne, 10 habe ich sogar noch. Ich habe noch gar keinen davon gegessen. Ich habe meistens immer das Bufffood genommen, damit endlich mal. Weil ich habe ja, wir haben ja so viele einzelne Bufffood-Sorten irgendwie hier rumfliegen. Ja. Übrigens habe ich gerade überlegt, bevor wir jetzt zur Speerkuppe gehen. Hier gibt es doch Vögel und Schweine. Sollen wir die das eben noch hier machen? Ja, hier kann man so schön im Kreis laufen. Das ist ein schöner Farmspot da. Wenn ich alleine spiele in Classic, farm ich hier immer für die Quests die Sachen. Weil hier kann man wirklich richtig schön, immer schön im Kreis. Und die spawnen halt auch gut nach. Wo damals Classic rauskam, waren hier immer die Bots. Weil du hier einen Hyperspawn halbwegs auslösen konntest. Du bist halt immer im Kreis gelaufen und ja, ne? So. Ne, habe ich gerade so überlegt, dann haben wir das. Weil dann verschwinden auch die Flecken von der Karte, weißt du? Weil durch diese Tiersammelquest hast du ja so viel Viecher auf der Karte. Und hier ist halt immer random, ob Schweine oder Vögel spawnen. So, Wasser. Wasser tanken. Rattenkebab. Ja, Bufffood habe ich noch gehabt. Ah ja, genau, muss ich auch noch reinpfeifen. So, wieder ein Slot mehr frei. So. Tasche war viel zu voll. So. Na, Vögelchen. Das ist dein Vogel. Yeah, Flashback. Ah, du bist schon fertig. Cool. Da ist sogar ein Schweinchen rechts. Yeah, auf die Sau wollte ich gerade sagen. Auf die blöde Sau. Eieieiei, nicht beleidigen hier. Auch ein Schweinchen hat Gefühle, Honky. Es hat aber keinen Endbuff. Boah, 2 Brocken hat der rausgezogen. Muss aufpassen, die werden da hinten noch zu hoch, glaube ich. Weil der Luftelementar ist auch da hinten. Ich hätte gesagt, wir bleiben hier auf dem Feld. Weil. Lass uns wieder zurück. Komm. Den da würde ich nicht mitnehmen. Der ist orange! Der ist bei mir nur gelb. Ja, ich bin da noch ein Level unter dir. Widerstanden. So, lass wieder zurück, bitte. Ich treffe die nicht. So.
Schweine sind gespawnt. Guck dir das an. Und noch ein Vogel. Da, Geier. Weil die treffe ich wenigstens. Die anderen sind noch zu groß. Sorry. Immer diese akrozine Magier. Geh auf die Idee. Du weißt da, wie das ist am Anfang. Let's tank. Sei froh, dass du kein Druide bist. Das ist noch schwieriger am Anfang. Gefühlt. Dein Schw. Oh, Instant Spawn. Ja, geil. Der Vogel ist auch schon wieder da. Hinter uns. Zwei Brocken. Ja, die brauchen wir nicht, die Brocken. Ist deiner, ne? Ja, da ist noch ein Schweinchen. Wir brauchen ja drei Schnauzen und wie viele Lebern? Sechs, acht. Ah, ich habe eine Leber. Hä? 42. Meinst du, das ist doch hier die Antwort auf alles? Ja. So, da! Schwein! Ich hab kein Mana. Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage. Ob edler ist gut. Nein, fangen wir jetzt nicht mit an. Macbeth einfach mal auf Schwein umdichten. Wenn, dann musst du den Namen auch ändern, ja? Da heißt er nämlich Matt Beef. Matt Beef. Ja. Matt Beef, Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Ob edler das Gedärm? Weiter weiß ich nicht. Müsste ich länger überlegen. Und nix. Ich brauche immer noch zwei davon. Mäh. Wieder nix. Ja. Aber du siehst an den Sachen, die fallen gelassen werden, hier kann man gut farmen, ne? Ja. Vor allem habe ich hier auch damals in Classic die ganzen grünen Sachen auch immer schön. Vor allem, du hast hier unten gleich einen Händler, du kannst immer gleich alles verkaufen und wieder zurückkommen. Du musst halt nur immer aufpassen, die Leute denken immer, du bist ein Bot. Wieder nix. Ich glaub's ja nicht. Nee. Alles, nur nicht das, was ich brauche. Level up, ja. Und nichts drin. Ja. Nein. Ja, wenigstens brauche ich mich nicht hinsetzen, Honky. Zum Dingsen. Warte mal, Punkt verteilen. Erfrierung nehmen wir mal. Ah! Das ist Erfrierung. Dann laufen die nicht weg.
Nix. Jahre später. Oh Mann. Und sie wurden Level 20 und sie farmten immer noch. Jetzt musst du irgendwie die Musik von South Park der WoW-Folge einblenden. Ja, genau. High Level durch Schweine, ne? Ja. Also. Ich glaube, die Challenge gibt's auch wirklich. Achso, du bist ein. Die Challenge. In Retail wäre das sogar möglich. Ja, das haben sie damals schon probiert. Also in Classic kannst du das auch machen. Nix. Erst Schweinchen und dann Vogel oder erst Vogel, dann Schweinchen? Egal. Erst Vogel. Gleich ein neuer Vogel. Ich muss eh noch zwei haben. MSG ist der Typ, der begleitet wird, ne? Ich glaube, das ist der da. Er war mein Freund. Ist gut. Du Schweinchen, ey. Mir fehlen immer noch zwei Sehnige, das gibt's doch nicht, ey. Nope. Machen wir das mal so, warte. Warum? Weil ich schon 5 Stück davon habe. Yeah! Okay, jetzt müssen wir nur noch Schweine töten. Ich habe nämlich gerade mal geguckt. Hab schon. Ja, wenn man die halt auch. Da musst du voll aufpassen, dass du die nicht verkaufst. Ja, weil das auch nebenbei ein Kochen fürs Kochen ist, ne? Ja, ja. Ich glaube, wir müssen die Vögel noch verhauen, damit die Schweine nachts spawnen. Ja, komm. Schweine nackt spawnen, was? Was? Nackt? Ja. Nackte Schweine? Oh, Hilfe. Warum nackte Schweine? Weil die nackt spawnen. Aha. Zauberstab-Skillen. Mana sparen. Ja gut, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. So. Das Gute ist, wir haben so viel Metz zum Kochen, ne? Jetzt ist hier auch ein Jäger. Macht nix. Der kann die toten Schweine gerne haben. Sorry. Da flog er schneller. Als ich überhaupt was machen konnte. Ja, ja. Oh, hier ist ein Schwein. Ich caste direkt mal auf das Schwein los. Nimm du das an? Oder, ja. Jawoll! Oh,
Oh, ist auch meiner. Hattest du hier hinten noch irgendwas getötet? Nee. Puh. Wie viele Schnauzen brauchten wir? 3, ne? Ja. Warte, ich hab 4. Aber wir brauchen ja auch noch Darm. Ja, Darm brauchen wir noch. Warte, ich gebe dir meine Schnauze ab. Hast du dann auch 3? Ja. Anderen. Hier. Bitte. Danke. So, jetzt brauchen wir nur noch Möllerkau. Und 3 Leber. 3 Schweineleber. Die brauchst du. Ich brauche ein paar mehr. Oh. Ich bin erst bei 3. Ach je. So. Nee. Schweinchen. Oh, bitte. Mana. Oh, wer flüstert mich denn jetzt an? Hallo? Bist du auch angeflüstert worden? Nee. Hi. Was möchten Sie? Hast du Schinken mit Käse? Ich brauche Schinken und Käse. Wenn der mich jetzt nach dem Dungeon fragt, sag ich nein. I'm the recruiter of our guild. Please allow me to share our guild. Er fragt um die Erlaubnis, mir seine Gildeninfo vorlesen zu dürfen. Naja, wir suchen keine Gilde. Warte mal. Sorry. Actually, I don't look for Gild, ne? Ja, kann man sagen. I don't look. Geht beides theoretisch. I don't look for. I don't need. Hätte ich wahrscheinlich eher geschrieben. Los, Volksmiliz, hilf mir! Ich habe jetzt geschrieben, aktuell suche ich keine Gilde, aber danke fürs Fragen. Das ist nett, oder? Hm? Wo bist du gerade? Da. Da ist er und da glänzt es. So. Ach, 3 Leber. Hat er die auch angeschrieben? Nö. Noch ein Ei und noch ein Ei und noch ein Ei. Ey, wir sind da 20 Minuten. Ja, Farm. Aber ich glaube, meine Antwort ist war nett, ne? Ich habe auch noch ein Lächeln hinterher gesetzt. Ich glaube, das ist okay. Ja, warum soll er mir das vorlesen, wenn ich gerade nicht suche, ne? Mhm. Aber es ist nett, dass er fragt vorher. Ist wahrscheinlich auch ein Makro, aber ist trotzdem nett, dass er fragt. Besser als wenn sie dir einfach den ganzen Chat zuspammen.
Ungefragte Gildenflüster will keiner. Obwohl die Spitzenreiter sind ja die, die dich anflüstern und gleichzeitig einladen. In Retail. Oh, so anstrengend manchmal. Ich habe das auch, mein Drache, ne? Mein Draktür auf dem Englischen, der ist ja jetzt auch 67. Und jedes Mal, wenn ich mit dem zum AH gehe, kriege ich eine Einladung immer von der gleichen Gilde. Lonely Fans etwa? Nee, das ist irgendeine AP-Gilde. Aber ich meine, wenn ich manchmal gemütlich irgendwo rumstehe, dann mache ich auch ein bisschen lustiges LP mit, ne? Wenn das sich spontan was ergibt. So wie mit den Angeln da, wo der eine meinte, es ist ganz schön kalt hier, warte, ich mach mal Feuer an. Ne? Und dann war's auch schon. Weißt du, so kleine Momente. Da habe ich ja auch keine Probleme mit. Aber diese. Ich habe auch schon mal Ärger gekriegt, weil ich aus Versehen in so ein RP reingeflogen bin, weil die mich sich so spät aufgebaut haben. Aber manchmal siehst du die auch nicht, ne? Oh. Okay, viel Glück hat er gewünscht. Wollte gerade sagen, wird wieder Zeit für kleine Eier. Ja, ich habe erst 16 und du? Ich bin bei 11. Wir brauchen immer noch Leber, ne? Ja. Leber! Dann bin ich auch schon bei 5 jetzt. Wir brauchen mehr Leber. Du bist jetzt auch bei 5, das ist gut. Also ich habe keine neuen mehr bekommen. Oh, der Instant Respawn. Hinter mir auch. Huch. Scheiße, ich habe ihn gepult. Ich treffe gerade nichts. Ja, ich habe ihn festgefroren. Damit du erstmal draufhauen kannst. Ich habe eh kein Mana mehr. Ich muss jetzt wieder mein kleines Leuchtstäbchen nehmen. Ja. Lippagette, foi foi. Lippagette. Nee. Ich habe, geringer Magiezauberstab, selbst gebaut. Das ist Lebagette Feufeu. Ah, ist er das? Okay. Ich glaube ja. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob er das ist. Ja, wie nennen wir denn die Folge? Ne, nicht Baguette Feufeu. Am besten der Westfaleintopf. Da wissen Leute gleich, worum es geht. Oh, das wäre ja. Die wissen gleich, da wird's grindig. Ja, aber dann haben wir das auch hinter uns, weißt du? Dann brauchen wir nur noch die Murlocs. Wieso kann ich nicht einfach diesen Holzbalken hier links von mir nehmen und ihn an den Kopf schmeißen? Weil es nicht geht. Achso, ich hab schon wieder keinen Mana. Pff, langsam wird's auch eng in der Tasche. Bei dir auch? Ich hab noch 3 Platz. Ich hab einen. Gott sei Dank steckt sich der Müll ein bisschen. Der letzte Platz aufgegeben. Ja, im Notfall können wir ja noch mal. Kann der André ja den Müll von dem anderen mitnehmen.
Wolltest du dich vielleicht erstmal heilen? Kann ich nämlich auch mal Ruhe. Oh ne, trinken wollte ich nicht essen. Ich hoffe, wir schaffen das bis zum Folgeende. Wenigstens die Quest. Ah, hinter mir. Nein. Wenigstens die Quest. Und, Wenigstens die Quest. Ah, hinter mir. Wenigstens. Ich kenne keine Quest mit dem Namen. Ah, hinter mir. Oh, Schweinchen. Dass wir wenigstens die Quest schaffen und bis zum Turm kommen. So. Wieder nix. Das müssen wir wirklich zwischendrin einmal Tasche leer machen. Weil der Müll nimmt langsam überhand. Schon wieder? Ja, ich kann's nicht nehmen, ich habe keinen Platz. Das ist schon das dritte Mal, dass wir das Rezept finden. Ja. Ich habe das vorhin auch beim Händler verkauft. Scheiß drauf. Im AHA kriegst du dafür auch nichts. Sollen wir mal Tasche leer machen gehen? Ja. Wollen wir weitermachen? Weil das macht so keinen Sinn. Das gute Zeug müssen wir alles liegen lassen, okay. Das geht nicht. Die Sau nehmen wir aber mit. Ja. Oh, verfehlt. Weil sie so groß ist. Da ist doch eine Schnauze drin. Hast du noch Platz für eine Schnauze? Eine große Schweineschnauze. Ja. Oh, hi. Ja, danke. Bitte. Wie großzügig. So, ab zum Händler. Erstmal verkaufen. Vorher brauche ich nicht zum Questgeber rennen. Seid gegrüßt. Gibt's hier irgendwie. Das Licht segnet. Kommt näher. Die hat nur Lederrezepte, ne, oder? Leder. Leder. Schneiderei. Schneiderei 70. Ja. Nee. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das darf ich nicht verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das darf ich nicht verkaufen. Das darf ich auch nicht. Das darf ich auch. Das kann ich verkaufen. Das. Das darf ich nicht verkaufen. Das darf ich nicht verkaufen. Ach, weg damit. Das darf ich nicht verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das darf ich auch nicht verkaufen. So. Jetzt oben mal die Quest abgeben. Bist du schon oben? Oder wo bist du? Hallo? Ach, Honky? Komm ich denn das ist so teuer. Wo bist du? Ich war mir Futter. Ach so. Ich kann dir Futter machen, du brauchst dir keins kaufen. Ich bin Brot und Wasser geskillt. Was? Ehre dem Herrn. Ah. Seid vorsichtig. Das Licht segne euch. Ziehe die Bruderschaft. Hallo. Die Gnolle. Ich liefere nur feinste Waren. Eine eilige Nachricht. Ach so, das ist doch SW, ne? Glaube ich. Oder ist das Rotkamm? Eine eilige Nachricht. Ich glaube, das ist. Nach Stormwind. Das ist Stormwind, ne? Ja. So. Juti. Ja, dann müssen wir zum Flugmeister, ne? Ja, aber erst der Ruhepunkt und Folgenende.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Zeit ist schon längst abgelaufen, du hast aber trotzdem geredet. Nachwirkung. So, nehmen wir die noch Was an. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Ruhestein setzen. Ist der tot? Jeanette ist tot. Seid gegrüßt. So, hier ist auch schon wieder jemand nach Rezepten am Campen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Und dann geht's. Ja, bei der nächsten Folge machen wir dann weiter mit. Mit der Grinderei, würde ich sagen. Dass wir das erst fertig machen, okay? Wo ist denn Rocky? Rocky? Wo ist der? Gut, meine Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.